Yogendrasana ist die Stellung des Herrn der Yogis. Yogendra ist unter anderem eine Bezeichnung für Shiva. Yogendrasana wird beschrieben in Garotes Buch Encyclopedia of Traditional Asanas. Er zitiert dort einen Text und sagt, es sei das gleiche wie Paschimottanasana, und Paschimottanasana wiederum ist die sitzende Vorwärtsbeuge, heutzutage meist bekannt unter dem Namen Paschimottanasana. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz und von hier ausgehend hebe die Arme hoch beim Einatmen. Beim Ausatmen beuge dich nach vorne und fasse mit den Händen um die Füße, wobei im Klassischen oft mit Zeigefinger oder Zeige- und Mittelfinger um den großen Zeh gefasst wird und der Daumen von oben auf den großen Zeh. Wenn du mehr wissen willst über diese Stellung, schau unter dem Stichwort Vorwärtsbeuge oder Paschimottanasana nach auf der Yoga-Vidya-App sowie auf yoga-vidya.de.